Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute, Leute, werden wir auf jeden Fall auf eure Beichten reagieren, Teil 2. Und bevor wir mit dem Video beginnen, Leute, ich wünsche allen muslimischen Zuschauern ein frohes Bayram auf jeden Fall. Denn heute bei den Muslimen ist ein Bayramfest. Also vielleicht wissen das die meisten nicht, aber die Muslimen haben heute ein Fest und deswegen wollte ich auf jeden Fall Glückwunsch sagen. Und auch an alle katholische oder wie auch immer man das sagt, auf jeden Fall wegen Christi Himmelfahrt. Deswegen, ich wollte auch nochmal da Glückwunsch sagen. Bevor wir mit dem Video auch nochmal beginnen, Leute, ich wollte euch sagen, dass ich einen Strike bekommen habe und ja, mein Kanal jetzt in Gefahr ist. Auf jeden Fall, ich habe einen Strike bekommen von Supercell. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Und ich würde sagen, egal, wir labern nicht so lange rum. Wir fangen einfach mal direkt an mit dem Beichten-Video. Auf jeden Fall, Leute, ihr habt brutal viele Beichten mir geschrieben. Beichten und Witze. Auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank an jeden, der geschrieben hat. Und Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne unter diesem Video auch eure Beichten oder Videos kommentieren. Ich werde jetzt mal probieren, mehr so welche lustige Videos auszumachen und ja, ich würde sagen, Leute, wir fangen mal direkt an mit der ersten Beiche von Bion Kill You. Ich, männlich 16, mein Lieblingswort ist Mayonnaise und ich verlasse immer die Videokonferenz und mein Lehrer glaubt mir, dass ich ein komplettes Müll-Internet habe, ist halt die Wahrheit. Ja, das hast du mir auch mal in Streams erzählt. Und weiß nicht mal, was 1 plus 1 ist. Und by the way, in diesem Google Dino Game Highscore 1539 und bin komplett ausgerastet. Oha, okay, 1539 ist auch schon richtig, richtig viel. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wer kennt noch dieses Dinosaurier-Game, also von Google. Alter, das Junge, das war so ein chilliges Game, Junge. Jetzt habe ich eine Beichte von Yusuf. Und zwar, Yusuf Love You schreibt, ich, männlich 11, beichte, dass immer, wenn ich vor dem Bus aussteige, ich meinem Cousin sage, dass er weitergehen soll, weil ich RL mit John reden will. Er sagt, ach, nicht der wieder. Ja, Leute, ihr müsst wissen, ich und Yusuf treffen uns schon richtig, richtig oft, denn wir wohnen in derselben Gegend und wir treffen uns halt voll oft in derselben Haltestelle auf jeden Fall und deswegen, wir reden da manchmal einfach so zusammen, wir talken ein bisschen, während sein Cousin einfach so weiter nach vorne läuft, Alter. Auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich krass. Okay, jetzt haben wir eine Beispiel von Bad Moments. Wenn ich immer Langeweile habe, dann frage ich sie, was ich mache. Ich mir immer Langeweile habe, dann frage ich sie, was soll ich machen? Dann sagt sie, mach deine Hausaufgaben. Ich meinte, okay, dann bin ich in mein Zimmer gegangen und habe John Gaming geguckt, bester YouTuber. Erstmal vielen Dank, Bad Moment. Und auf jeden Fall Ehre, dass du meine YouTube-Videos schaust, während du deine Hausaufgaben machst. Das ist natürlich echt ziemlich wild. Okay, jetzt haben wir eine Beichte von Patrick Sorger, besser gesagt Philipp. Meine Beichte ist, ich habe mein Handy wegen Browsers kaputt gemacht. Like, damit ihr das sieht. Hallo, Abo dalassen. Erstmal Ehre und ja, mein Handy ist noch nie wegen Browsers kaputt gegangen, aber dafür fast meine Hand. Weil ich damals, also besser gesagt, ich flippe, also Leute, ihr müsst wissen, immer wenn ich jetzt gerade ausflippe zum Beispiel, ich schreie immer richtig laut, aber damals habe ich immer mit meiner Hand irgendwo dran geschlagen. Einmal hat sogar meine Hand richtig geblutet, Alter. Also das war echt nicht mehr nice. Als sie gut schreibt, ich habe über 300 Euro auf Blossers ausgegeben. Hehe, kein Scherz. Ich glaube, ich habe sogar auch ungefähr 300 oder so. Nee, nicht 300. Oder? Nee, es waren safe weniger. So 150 ungefähr, würde ich sagen. Aber 150 sind nicht so viel. Ist kein Plan, was nervt und sitzt im Busch eine Camper-Shelly. Ja, ist so immer diese Shellys, die im Busch campen. Digga, Leute, ihr kennt es doch, wenn irgendeine Shelly die ganze Zeit im Busch campen, Alter. Ich, männlich 12, weiß, dass ich cool bin. Nee, ich bin cool. Du bist nicht cool. Cooles Content. Dankeschön. Das war jetzt zwar keine Beichte, aber trotzdem war das Ehre. Kannst du mich grüßen? Ja, ich grüße auf jeden Fall Sally El Saray. Auf jeden Fall, ja, das war auch keine Beichte, aber ich wollte das nur mal reinmachen. Ich hab zu viel geplaudert. Tobi schreibt Beichte. Ich habe wegen Brothers mein iPad geschrottet. Alter, was schrottet ihr immer eurem Handy oder iPad? Glaubt mir, macht das nicht. Schreit einfach wie ich. Daniel Höselmeier schreibt, ich hatte eine Freundin und ich habe mit ihr mich getrennt, weil sie wollte, dass ich mit Brothers aufhöre, weil ich schon mal eine Vase wegen Brothers kaputt gemacht habe. The fuck? Hä, was? Hä? Als ob, Junge. Schon krass.
Aber hat es dir dann leid getan, wenn du das Video siehst, dann schreib mal im Chat. Also hattest du, also war es dir danach egal, dass du Schluss gemacht hast oder nicht? Ich habe mal einen Freund von mir gesniped und er wollte einen 25er Pusher Sound Hashtag sorry liken, damit er das sieht. Ich sehe es so oder so. Und Alter, einfach jemanden stream snipen, damit er keinen Rang schafft. Oha, schon krass. Ich hatte schon einmal einen Dislike, bitte nicht Motten wegnehmen. Philipp! Gleich Motten wegnehmen hier, was soll denn das? Passt das schon mit dem Beichten? Das war's schon mit dem Beichten? What? Wie kurz? Das war schon kurz, Digga, muss ich ehrlich sagen. Aber egal. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Abonnieren nicht vergessen. Schreibt gerne, wenn ihr wollt, eure Witze in den Kommentaren. Denn vielleicht wird das nächste Video ein Witze-Video. Und ja, ich würde sagen, Leute, das waren zwar nicht so viele Beichten und Witze, aber ja, da kann ich auch nichts so machen. Aber egal, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Video auf jeden Fall. Ja, schreibt gerne mal eure Witze in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao, Leute, schönen Fest oder besser gesagt, schönen Tag noch. Told me that there's a big pond and a lot of fishes. Realized that the girl is long gone, so I should get to the riches. Staying true to myself, I get another bitch. Cause it's true, only you finna grand.